Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Elder Scrolls Online. Jadzia ist heute mal wieder in Wrotka unterwegs und möchte sich diesen Questpunkt hier mal anschauen. Kuss des Kummers ist mit Stippons gekennzeichnet, wenn es sich hierbei um eine Stippons-Quest handelt. Werden wir mit Sicherheit unseren Spaß haben. Sie waren bisher allesamt sehr unterhaltsam. Und ja, das letzte Mal war ich mit Jadzia in den Folgen 820 und 21 hier. Damals haben wir die Geschichte mit den Schiffswracks hier im vereisten, die gefrorene Flotte erledigt. Schmuckstück besorgt. Dieser Zettel da ist immer noch nicht erledigt, weil der nicht da ist, wo ich ihn erwarten würde. Und Skorte das Messer gerettet. Da das aber mit dieser Quest sicher nicht zusammenhängt, spare ich mir jetzt eine Zusammenfassung. Wie gesagt, das waren die Folgen 820 und 821. Wir schauen uns das hier mal an. Begleitet werden wir von Isobel Veluise. Die ist inzwischen Level 20 und Le Level 18 mit ihrer aktuellen Waffe. Ich zeige euch das mal ganz kurz, wenn wir schon drüber Welche sprechen. Abenteuer planen wir? Inzwischen haben wir auch einen sehr hohen Vertrauens, Status bei ihr, weil wir ja alle ihre persönlichen Quests erledigt haben. Und wir haben sie inzwischen auch als Hausgast in dem Haus in Einsamkeit, Stolzspitze heißt es, glaube ich. Und ja, sie ist momentan bewaffnet. Wo habe ich es denn? Da, Ausrüstung. Sie ist momentan bewaffnet mit einem Heilungsstab und arbeitet an ihren Heilungsfähigkeiten, die sie als Templerin so auch schon hat, aber jetzt halt noch zusätzlich der Heilungsstabfertigkeiten. Mit Level 20 wird sie das hier bekommen. Jetzt ist sie Level 18, wie ihr seht. Gut, so viel dazu. Dann schauen wir uns das hier mal an. Da haben wir auch schon einen Questmarker. Ich habe ja eigentlich gedacht, ich wäre inzwischen durch mit allen Quests im Orsinium. Aber nö, hier ist noch eine. Und das wird bestimmt Ich eine habe der. gehört, was ihr an der Unheilsklippe getan habt. Ich weiß nicht, ob ich auch nur halb so tapfer wie ihr hätte sein können. Aber danke für alles, was ihr getan habt. Ja, wir reden auch mal mit den Gefährten hier. Seid ihr auf dem Weg zurück in die Stadt? Ich muss zu einem Heiler. Ich habe hier echte Schmerzen. Was stimmt mit euch nicht? Was nicht mit mir stimmt? Schaut nur, meine Eingeweide sind vollkommen hinüber. Seht ihr, wie geschwollen mein Knöchel ist? Ich stehe an der Schwelle des Todes und niemanden schert es. Deine Eingeweide sind im Knöchel. Aha, interessant. Was hat denn euer Knöchel mit euren Eingeweiden zu tun? Gute Frage. Oh, verzeiht bitte. Ich hatte ja keine Ahnung, dass ihr eine Meisterheilerin seid. Es weiß doch jeder, dass die Säfte sich in den Knöcheln sammeln, wenn einem die Eingeweide zerschmettert werden. Stellt euch nicht dumm. Ich glaube nicht, dass das so läuft und Schatzi ist tatsächlich Heilerin, immerhin Templerin, ne? Hört mal zu, ihr könnt mir nicht vorschreiben, wie ich mich fühlen soll. Das macht Stugro schon oft genug. Ihr wart nicht dabei, wie dieser ganze Schnee und all dieses Eis auf uns herabstürzten. Wir sollten alle tot sein, wie betrunkene Mäuse an einem Mörders. Es ist ein verdammtes Wunder, dass irgendwer von uns überlebt hat. Dann gab es also eine Lawine? Eine Lawine? Versucht es mal mit sechs Lawinen. Dieser Berg ist verflucht. Mit ihm ist irgendwas faul. Und ich habe nicht das geringste Interesse daran, herauszufinden, was es ist. Ich will nur wieder nach Hause und einen Heiler wegen meiner, ihr wisst schon, meiner Verletzungen aufsuchen. Mehr nicht. Ich würd's ja übernehmen, die Heilung. Halt mal deine Krankenversichertenkarte bereit. Ich schau mir das später nochmal an. Besorgt mir wer einen kräftigen Schluck und eine Krücke, bevor ich anfange, hier allen den Schädel einzuschlagen. Geht's euch gut? Offenbar schon, irgendwie. Ja, ich fühle mich wie der götterverdammte Frühling. Seht ihr das denn nicht? Ha! Natürlich geht es mir nicht gut. Dieser verdammte Berg macht sich über uns lustig. Es tut mir leid, das zu hören. Nicht euer Fehler. Dieser Berg hat etwas an sich, als ob er besessen wäre. Er will nicht, dass wir es raufschaffen. Aber da soll er sich ins Vergessen scheren. Wenn ich einen verdammten Berg erklimmen möchte, dann erklimme ich ihn auch. Mir schreibt kein Felshaufen vor, was ich zu tun habe. Recht so, das ist der richtige Kampfgeist. Weitermachen. Was ist denn dort oben geschehen? Lawinen. Wir hatten bereits ein paar Träger verloren, bevor wir auch nur den zweiten Marker erreichten. Wir sind fast eingefroren worden. Beim dritten Marker waren wir nur noch bei halber Stärke. Und kurz vor dem vierten wurde es so richtig finster. Fahrt fort. Es war eine Sauerei.
Schnee, Hagel, Wind, Eis. Ich fürchtete schon, der ganze verdammte Berg würde einstürzen. Ich wurde 5 oder 6 Mal getroffen, bevor wir den Schwanz einzogen. Ich habe mir ein paar Rippen gebrochen, ein Schlüsselbein wohl auch. Doch das wird mich nicht aufhalten. Ich werde diesen Berg schon noch bezwingen. Irgendwie kann ich mir nur schwer vorstellen, dass Dippons und seine Gräfin, Fürstin Laurent, unter die Bergsteiger gegangen sind. Das sind doch Archäologen, also sie zumindest hält sich für eine. Ja, das wird hier wohl irgendwas zum Ausbuddeln geben. Übrigens, bevor ich es jetzt vergesse, noch ganz kurz erwähnen, es seit ein paar Tagen, wir haben heute den 8.6.2023, seit ein paar Tagen ist die Telvanni-Halbinsel zugänglich mit dem, mit der Erweiterung Necron. Wie ihr seht, hat Jadzia hier noch nicht die Teleporter freigeschaltet. Ich habe jetzt 3 Chars, die schon alle Teleporter freigeschaltet haben. Hier in Apocrypha gibt es auch noch welche. Und wenn ich alle Teleporter gesammelt habe, werde ich mich um die Himmelsscherben kümmern. Aber das gehe ich systematisch durch. So, sprechen wir mal mit Stibbons. Ihr schon wieder. Ihr macht es euch ja zur Gewohnheit, immer dann aufzutauchen, wenn meine Herren euch braucht. Ich schätze, das bedeutet, dass wir jetzt noch einen weiteren Anlauf unternehmen, diesen verfluchten Gipfel zu erreichen. Geht und sprecht mit meiner Herren. Sie sollte jeden Augenblick den Pfad herunterkommen. Was war das mit dem Erreichen des Gipfels? Das ist der Kummer. Ein passender Name, oder? Das Haus des Ruhms, der Orsima, hat die Dienste meiner Fürstin angeworben, um den Schrein von Toruk Groigron zu finden. Angeblich soll er auf diesem schneebedeckten Gipfel liegen. Seit Jahren hat niemand mehr versucht, diesen Berg zu erklimmen. Außer uns eben. Gibt es ein Problem mit dem Aufstieg? Nur wenn ihr wilde Bestien, beißenden Wind und herabstürzendes Eis als Probleme anseht. Wir haben schon 3 Versuche hinter uns, diesen Berg zu besteigen, aber jeder neue Fehlschlag war noch spektakulärer als der vorherige. Fürstin Laurent könnte wirklich eure Hilfe gebrauchen, falls ihr Interesse habt. Ich werde mit Fürstin Laurent sprechen. Diese Expedition hat sich als problematischer herausgestellt, als Fürstin Laurent es erwartet hatte. Ich sage es ja nur ungern, aber ich glaube, der Kummer könnte womöglich eine Nummer zu groß für sie sein. Was? Ernsthaft? Wer ist Fürstin Laurent? Willst du mich verarschen? Eine berühmte Schatzjägerin. Ihr habt sicher schon von ihr gehört. Wir reisen durch die Lande und suchen nach verborgenen Schätzen, geheimen Relikten und anderen mystischen Dingen. Ich darf euch leider nicht allzu viel über unsere Arbeit preisgeben, aber sie ist sehr wichtig. Okay, ich habe da eine Kleinigkeit vergessen. Orsinium war ja eine der allerersten Erweiterungen, die überhaupt rausgekommen sind. Und da hatten wir höchstens in Kalthafen waren es 2 Orte, wo Stibbons eine Rolle spielt. Und in Kluftspitze sind wir ja auch schon mal begegnet in der Sache mit diesem Kelch. Also gut, wenn man das so betrifft, war die Frage gar nicht so dumm, wie es zuerst schien. Wir kennen natürlich Stibbons und Fürstin Laurent schon oft genug gefilmt, die ganzen Sachen. Aber als Orsinium damals rauskam, war es natürlich noch neu. Ja, da konnte es schon sein, dass man an den beiden bis dahin schon mehrmals vorbeigelaufen ist, ohne ihre Quests zu machen. Deswegen ist die Frage durchaus berechtigt aus dieser Warte betrachtet. Also wer hat sie als Leiterin dieser Expedition angeheuert? Das Haus des Ruhms der Orsima. Es ist das angehende Museum von Orsinium. Man hat Fachleute wie meine Herren angeheuert, um die Gegend nach uralten Relikten zu durchkämmen, die etwas mit Wrodgars Geschichte zu tun haben, um sie auszustellen. Sofort hat man etwas Kultur für die Vergnügungsreisenden, wisst ihr. Seid ihr auf der Suche nach einem bestimmten Relikt? Den Legenden nach wurde dem Gründer Orsiniums ein mächtiges Relikt mit ins Grab gegeben. Meine Herrin hofft, in Toruks Schrein Toruks Armband zu finden, jenen Armreif, der ihm die Macht verlieh, die Wildnis zu zähmen. Jetzt müsste Karstun nur noch aufhören, sich immerzu mit ihr zu streiten. Wer ist übrigens Toruk? Das ist der Name von einem Set, Toruks Pakt oder so ähnlich heißt das. Wenn ich es nicht vergesse, zeige ich es gleich einmal. Wer ist Karstun? Karstun arbeitet für das Museum und diente als unser Verbindungsmann und Kulturexperte. Es hat sich herausgestellt, dass er und meine Herren in sehr vielen Dingen unterschiedlicher Meinung sind. Ich fürchte, er beginnt wirklich ernsthaft damit, Fürstin Laurents Geduld auf die Probe zu stellen. Gut. Also wir haben eine Aufgabe. Und sollten wir jetzt nicht eine Quest haben? Hallo? Wrodgar, da ist er doch. Kuss des Kummers.
Fürstin Laurent und Stibbons wurden vom Haus des Ruhms der Orsimer angeworben, um den Schrein von Toruk Groingron zu finden, der angeblich auf dem Berg Kummer liegen soll. Stibbons meinte, ich sollte mit Fürstin Laurent sprechen. Er glaubt, sie braucht Hilfe, um diese Expedition erfolgreich abzuschließen. Sie sollte jeden Augenblick den Pfad herunterkommen. Ich sollte mich nach dort oben aufmachen und sie treffen. Gut, dann Toruks Pakt wollte ich euch zeigen. Toruk, da haben wir es doch. Dieses Set gibt es in Sturmhafen, Gradwald und Deschan, wie ihr seht. Und ja, es gewährt Rüstung, Leben, noch mehr Rüstung, verklingt die Abklingzeit der Waffenverzauberung um 33% und verstärkt deren Effekte um 45%. Verzauberung mit dätrischen Schaden sind hiervon ausgenommen. Okay? Gut, wusste ich doch, dass da was war. Dann haben wir das auch geklärt. Es scheint um genau diesen Toruk zu gehen, der hier angeblich begraben liegt. Ja. Och, die Harpien, ich will euch doch nichts tun. Könnt ihr mir nicht einfach aus dem Weg gehen? Wahrscheinlich muss ich sowieso oben rum. Ich hab nichts gegen Harpien eigentlich, solange sie mich in Frieden lassen. Da gibt's eine Quest in der Alikir-Wüste, wo man sogar friedlich mit ihnen interagieren kann. Ja gut, also wenn sie mich angreifen, was willst du machen? Ist halt so. Prinzipiell habe ich kein Problem mit Harpien, aber wenn sie mich angreifen, naja. So, was sind heute eigentlich tägliche Bestrebungen? Gegenstände an dem Schneidertisch. Mal schauen, ob er davon was. Unschuldige mit der Leinsklinge mache ich nicht. Das boykottiere ich. Ich finde die furchtbar, diese Quests. Unschuldige töten. Tötet 10 wilde oder domestizierte Tiere. Ist auch Quatsch. Ich tue doch keine Schafe töten, nur weil mir jemand sagt, töte Schafe. Also, ja, also, oder Kühe oder sowas, ne? Also läuft es darauf hinaus, dass ich heute mal in die Kaiserstadt gehe und Waffenverzögerungen auffülle. Ich sehe da keinen Sinn darin, einfach Haustiere abschlachten, nur weil eine Quest das von mir verlangt. Aber es gibt tatsächlich eine Errungenschaft für den Quatsch, ne? Schafe. Wonach muss ich denn da suchen? Tiere. Charakter. Tötet insgesamt 100 Tiere aus Viehbeständen, ja genau. Ich sehe da keinen Sinn darin. Ich mache doch sowas nicht nur, weil mir jemand sagt, mach. Das würde ich auch im Real Life nicht tun. Verdammt soll dir sein, Kastun. Wie soll ich denn eine große Entdeckung machen, wenn... Oh, hallo. Ich habe gerade an euch gedacht. Ihr habt die Angewohnheit, immer dann aufzutauchen, wenn ich gerade Hilfe brauche. Habt ihr mit etwas Glück vielleicht eine kleine Armee mitgebracht? Ich bin meine eigene verdammte Armee. Nein, ich bin allein. Bin ich nicht. Ich bin nicht alleine hier. Isobel ist bei mir. Nur ihr? Nun, ich hatte durchaus auf Träger, Führer und all sowas gehofft. Doch ich schätze, dass ihr eben reichen müsst. Ich werde ein paar Änderungen an meinem Plan vornehmen müssen. Aber diesmal werden wir den Gipfel des Kummers erreichen. Da bin ich mir sicher. Ist natürlich logisch. Als damals Orsinium aktuell war, gab es noch keine Begleiter wie Isobel. Deswegen bemerkt die Quest davon auch nichts. Was ist das letzte Mal geschehen, als ihr den Gipfel erreichen wolltet? Ihr meint die letzten drei Male? Wir schlugen ein Lager auf, doch die Harpyien und die eisigen Winde haben uns jedes Mal zurückgeworfen, als wir höher hinaufkletterten. Ein paar Orks sind sogar schnurstracks in eine Schlucht gelaufen, weil sie im Nebel nicht mehr die Hand vor Augen sehen konnten. Ach, das macht mich alles so wütend. Also, wie kann ich helfen? Fürs Erste solltet ihr dort hinauf und euch Karstun vorstellen, während ich nach meinem faulen Diener Stibbons schaue. Wir treffen euch da oben. Und erinnert Karstun daran, wer diese Expedition hier eigentlich leitet. Er kann manchmal so widerborstig sein. Ich gehe mich Karstun vorstellen und ich werde ihn daran erinnern, dass ich ab jetzt diese Mission leite. Seid ihr noch hier? Braucht ihr etwa eine Wegbeschreibung oder sowas? Genau, mach mal eine Wegbeschreibung. Komm, geh voraus. Mietz, Mietz, komm. Was macht den Schrein eines toten Orks so wichtig? Wir reden hier nicht von irgendeinem toten Ork. Dies ist Toruks Schrein. Nicht nur war er der Gründer des ursprünglichen Orsiniums, sondern er war auch der Besitzer von Toruks Armband. Wisst ihr eigentlich, wie sehr mein Ansehen steigen wird, wenn ich dieses Relikt berge?
Toruks Armband, war da nicht auch was? Moment, Toruks Armband. Den von mir studierten Schriftrollenfragment zufolge ist Toruks Armband ein magischer Armreif, der über und über mit Edelsteinen besetzt ist. Dank seiner Macht war Toruk in der Lage, die Wildnis zu zähmen. Es erlaubte den alten Orks, die erste Stadt zu gründen, die den Namen Orsinium trug. Wo habt ihr dieses Schriftrollenfragment studiert? Sie meint wahrscheinlich das alte Orsinium, das heute eine Ruine ist, beziehungsweise ein offenes Verlies. Das Museum in Orsinium stellt es aus. Es enthält nur ein paar wenige Worte in der alten Sprache der Orks, doch ich konnte mir einigermaßen einen Reim auf sie machen. Da ist die Rede von einem Armband, dem Schrein und etwas namens Kuss des Kummers. Klingt das nicht romantisch? Ja, sehr. War da nicht auch was? Moment, wo schaue ich denn danach? Set-Gegenstände? Toruk? Überblick. Nö. War da nicht was? Nee, okay, da habe ich wohl einen Erinnerungsfehler. Sowas kommt vor. Queststatus. Fürstin Laurent hat mich gebeten, den Berg hinaufzugehen und mich Castum vorzustellen, ihren Verbindungsmann im Haus des Ruhms der Orsima, und ihn dann zu erinnern, dass ich die Mission leite. Ja, so, irgendwie so, ne? Gut. Komm, Bärchen, mach brav Sitz. Ich habe jetzt keine Zeit, mit Teddys zu spielen. Aber das nehmen wir mit. Kernholz. Supi, hat sich schon gelohnt, dass ich mich mal gebückt habe. Bärchen. Mach brav Sitz. Ja, genau. Mäh. Finde ich auch. Ich finde das auch mäh. So, dann haben wir es fast geschafft. Da haben wir doch bestimmt eine Hammer-Aussicht von hier oben aus, oder? Ja, gut, viel Nebel. Da haben wir nicht viel von der Aussicht. Aber theoretisch hätten wir hier eine, vermute ich. Fahrt zum Kummer. Das erinnert mich an den Hals der Welt jetzt gerade in Skyrim damals. Ja, beziehungsweise in 1000 Jahren. Wo das Kloster der Graubärte steht, beziehungsweise wo wir dann Parturnax finden können. Wer zum Geier baut so eine Eingangshalle für was? Für ein Grabmal? Ernsthaft jetzt? Geht's auch eine Nummer kleiner? Also die Orks scheinen einen Hang zum Gigantismus zu haben. Wer im Namen von Malakats dritten Hauer seid ihr? Wisst ihr nicht, dass dies heiliger Boden ist? Außerdem ist dies einer der gefährlichsten Orte in ganz Vodka. Ihr solltet nicht hier oben herumlaufen. Fürstin Laurent hat mich entsandt, damit ich mich euch vorstelle. Oh, hat sie das. Ich hoffe, ihr wisst, was da auf euch zukommt. Harpyen und Oger sind schon schlimm genug. Doch die wahre Herausforderung des Kummers ist der Berg selbst. Der Wind schneidet wie ein Schwert und die eisigen Nebel blenden einen. Doch das ist noch nicht das Übelste. Was könnte noch schlimmer sein? Lawinen. Der Kummer setzt Schnee und Eis wie schreckliche Waffen ein. Ich habe gesehen, wie starke Orks von seiner Flanke gefegt wurden, als würde eine Kuh mit dem Schweif nach Fliegen schlagen. Wir haben es dreimal versucht und den Großteil unserer Expedition verloren. Außer uns ist niemand mehr übrig. Ihr mit euren Lawinen dauernd. Ich höre nur Lawinen, Lawinen, Lawinen. Das ist schon eine Verschwörungstheorie, oder? Hat sonst niemand überlebt? Ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher. Wir haben es kaum bis hierher geschafft, bevor wir auch schon von den anderen getrennt wurden. Wenn ihr nach unseren Verbündeten suchen könntet, wäre das sehr hilfreich. Trotzdem müssen wir Turoks Schrein finden, oder all diese Opfer werden umsonst gewesen sein. Erzählt mir mehr über eure verschwundenen Expeditionsmitglieder. Vielleicht finden wir die sogar noch. Sie sind gute Orks. Allesamt. Hervorragende Kletterer. Aber der Kummer ist kein gewöhnlicher Berg. Der beste Weg, um sie zu finden? Sie sollten Markierungen angebracht haben, um Lawinengebiete anzuzeigen. Folgt einfach diesen Markierungen. Erzählt mir mehr über den Kummer. Der Kummer mag zwar nicht der höchste Berg in Tamriel sein, aber ganz sicher einer der tödlichsten. Deswegen haben die alten Orks an seinen Klippen ein Denkmal für ihre Champions erbaut. Je höher das Grabmal liegt, desto größer das Opfer und das Ansehen. Was hofft ihr hier oben zu finden?
Wir suchen nach dem Schrein des großen Ork-Helden Toruk Groigon. Die Legenden erzählen davon, dass Toruks Schrein ganz oben auf der Spitze des Berges zu finden ist, wie es dem Gründer des ursprünglichen Orsiniums zusteht. Doch er ist so weit oben, dass nichts dort überleben kann. Das klingt gefährlich. Aber ja, wir haben schon dreimal ersucht, dort hinaufzukommen. Wir haben den Rest der Expedition verloren und mussten auch schon wieder umkehren, kaum dass wir ein paar Schritte aus dem Basislager gemacht hatten. Doch all diese Gefahren sind es wert, wenn wir wirklich Toruks legendäre Relikte finden können. Was ist eure Rolle bei dieser Expedition? Ich arbeite für das neu gegründete Museum von Orsinium. Ich bin der dortige Fachmann für die Zeit Toruks. Daher hat mich das Museum auch losgeschickt, um Fürstin Laurent und ihren Diener zu unterstützen. Ich hatte schon immer davon geträumt, den Schrein einmal zu besuchen. Und deshalb habe ich mich sofort auf diese Gelegenheit gestürzt. Welches Interesse verfolgt Fürstin Laurent in dieser ganzen Angelegenheit? Ihr Ruf hat ihr die Aufmerksamkeit des Museums eingebracht. Und sie liebt es einfach, in alten Grabmälern herumzuscharren. Sie hat ein besonderes Interesse an einem alten Textfragment, das den Kuss des Kummers erwähnt. Sie glaubt, es hätte irgendwas mit Toruks Schrein zu tun. Kommen ihr und Fürstin Laurent miteinander aus? Anfangs kamen wir gut miteinander zurecht. Wir lieben beide die Geschichte und die Erkundung uralter Orte. Doch diese Frau treibt mich noch in den Wahnsinn. Ihr fehlt jener grundlegende Respekt vor der Vergangenheit, der Gelehrte von Grabräubern unterscheidet. Ich traue ihrem Urteil einfach nicht. Na gut. So, was ist jetzt eigentlich unsere Aufgabe? Nehmt dieses Feuerholz nicht hin, Stibbons. Es ist nutzlos, wenn es feucht wird. Das ist ein wirklich guter Punkt, Herren. Da watscheln sie an die zwei Grazien. Tja, kalt in Orsinium, ne? So, also, Carstom hat erklärt, dass einige Mitglieder der Expedition überlebt haben könnten. Er möchte, dass ich den Berg weiter hinaufgehe und nach Überlebenden Ausschau halte, während er versucht, Toruks Schrein zu finden. Gut, wir suchen also nach Überlebenden. Ich schalte mal in die Controllersteuerung um. Und dann müssen wir dazu da durch. Hast du noch was hinzuzufügen? Da sind wir auch schon wieder am Fuß des berüchtigten Anstiegs zum Gipfel des Kummers. Mit eurer Hilfe können wir diesmal hoffentlich ein Stück höher den Berg hinauf. Wenn alles gut läuft, sollten wir Toruks Schrein erreichen, bevor Stibbons unser Abendmahl aufdecken kann. Was macht den Schrein eines toten Orks so wichtig? Wir reden hier nicht von irgendeinem toten Ork. Ach, das haben wir vorhin schon gefragt. Ich konnte kaltes Wetter noch nie ab. Die Kälte kriecht mir bis ins Mark. Ich fühle mich wie ein gefrorener Eiszapfen. Okay, jetzt weißt du, wie sich ein gefrorener Eiszapfen fühlt. Herzlichen Glück, Strumpf. Das sieht kalt aus, was da unten entgegen. Was seid ihr denn? Oger? Das sind aber nicht die Oger, die ich kenne. Der hat einen Helm, oder? Scheint so. Sucht nach Überlebenden der Expedition. Es ist ja nicht unsere Aufgabe, Oger zu töten. Ich meine, wir sind hier immerhin in ihr Revier eingedrungen. Mal schauen, ob wir das vermeiden können. Nee, schaut nicht gut aus. Ich meine, sie verteidigen ihr Revier. Wir sind die Eindringlinge, wenn man es mal genau nimmt, ne? Oh, wenn das wieder so eine Quest ist, wo Kälte ein Argument ist, dass ich mich an Lagerfeuer begeben muss. So was hatten wir ja in Ostmar schon mal, oder war das Rift? Da war ja auch so ein Traugergrab, wo es oben so kalt war, dass wir immer von Feuer zu Feuer laufen mussten. Ich meine, das war Ostmarsch. War wohl doch Rift. Ja, genau hier das Gebiet. Da Forelsruh. Da ist es so kalt, dass man von Lagerfeuer zu Lagerfeuer gehen muss, weil man sonst nämlich erfriert. Also es wird Leben abgezogen. Und ich kann mir vorstellen... Ah, da haben wir eine Lawine. Ich hielt es für eine Verschwörungstheorie, aber wie man sieht... Also Isobel scheint das gar nichts auszumachen. Ich finde das höchst erstaunlich.
Ja, ich arbeite hier gerade mit einem Froststab gegen frostaffine Wesen. Das ist irgendwie nicht die klügste Kombi. Habe ich noch einen anderen Zerstörungsstab dabei? Froststab des Frostbisses. Habe ich dann noch eine Alternative dabei? Ja, nee, der hilft mir jetzt da nicht weiter. Ja, gut, dann vielleicht kann ich das Set wechseln. Heiligtum hilft mir jetzt auch nicht weiter. Ich habe das gar nicht dabei. Ja, gut, dann muss es gehen. Es ist bestimmt nicht logisch, dass ich hier mit einem Froststab arbeite bei Viechern, die Frost gewöhnt sind. Ich weiß natürlich nicht, ob das Spiel das überhaupt bemerkt. Ja, kannst du mal bitte aufhören, da Rabatz zu machen? Danke. Und eine HP. Ja, die lässt mich leider nicht vorbei, ungerupft. Ach, hier soll es irgendwie einen Überlebenden geben. Da haben wir einen Questmarker hinterm Berg. Das Ding brauche ich nicht, das Rezept. Das ist fast nichts wert. Ich wusste, dass dieser Berg uns noch umbringen würde. Kommt schon, suchen wir euch ein warmes Plätzchen. Nein, verschwendet eure Zeit nicht. Ich bin erledigt. Eine Lawine hat mir beide Beine gebrochen. Aber ich spüre keinen Schmerz mehr. Der Kummer ist ein strenger Herr und seine Umarmung ist kalt und tödlich. Das klingt aber traurig. Also ich bin doch Heiler. Schatzia kann doch heilen. Normalerweise müsste die doch da was machen können. Wo ist der Rest der Expedition? Die anderen, sie sind weitergegangen, um sich einen Unterschlupf zu suchen. Schaut nicht so schockiert rein. Ich sterbe. Wenn sie versucht hätten, mir zu helfen, dann hätte keiner von uns überlebt. Geht, findet sie. Sie brauchen eure Hilfe. Mehr als ich. Ruhet in Frieden, tapferer Ork. Das ist jetzt echt traurig. Ich hätte mir echt eine Lösung gewünscht, dir zu helfen. Das ist jetzt echt traurig. Hoffentlich können wir für die anderen mehr tun. Hoppla. Das ist Lawine Nummer 3, wenn ich richtig gezählt habe. Ich zähle täglich meine Lawinen zähle ich mir. Wenn ich keine Lawinen zähle, ja, dann wäre ich nicht hier. Ach komm, flieg doch einfach weg. Ja, weg hier, eine Lawine. Vorsicht, Isabel. Und das war Lawine Nummer 5. Komm, mach brav Sitz, dann passiert dir nichts. Ich bin nicht wegen euch hier. So, ich denke, ich mache hier eine neue Videoaufnahme auf. Das ist ein guter Ort für einen sauberen Schnitt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.